willkommen zu einem neuen Kreativvideo. Heute möchte ich euch eigentlich mal wieder nur das Ergebnis vorstellen, weil ich den Werdegang nicht mit aufgenommen habe. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Und zwar habe ich draußen in meinem Fundus dieses Stück Holz entdeckt. Das war auch schon so bearbeitet, wie es da jetzt ausschaut. Also es hat schon immer ausgeschaut, wie es da jetzt liegt. Und ich habe mir gedacht, als ich es gesehen habe, boah, das ist ein Haus. Weil vor einiger Zeit habe ich auf Pinterest mal solche Ideen gesehen und die haben mir so gefallen, wie Menschen einfach aus Altholz kleine Häuserszenen gemacht haben und haben mit verschiedenen Metallelementen, wie jetzt zum Beispiel hier mit den Nägeln, das Ganze noch verschönert haben. Und hier habe ich jetzt auch einfach nur hier das Holz gesäubert, das Haus weiß gemalt, hinterher noch ein bisschen nachgeschliffen und dann Tür und Fenster aufgemalt, dann die Nägel reingeschlagen und so einen kleinen Zaun imitiert. Und weil mir das Ganze insgesamt so gefallen hat als Leinwand, habe ich mir gedacht, da muss nur irgendwas hin. Und ich habe schon vor Jahren einmal dieses Bild hier gestickt. Ich weiß nicht mehr, von welcher Firma das war. Das ist also ein Passepartout aus Papier. Und da ist mit Kreuzstich sind die Fenster dekoriert. Und das hat mir damals so gefallen. Und das habe ich wirklich schon jahrelang. Aber ich fand das als Leinwand und als Hintergrund für den Kranz, ja, das hat einfach total gepasst. Und da, wo es jetzt hinkommt, bei mir im Wohnzimmer, da gefällt es mir auch total gut. Ja, ich habe mir gedacht, einfach nur so als kleine Idee, was man aus einem Rest Altholz machen kann, mit einem bisschen Natur mit dabei. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Dinge, die man so arrangieren kann. Eigentlich findet sich da fast in jedem Haushalt irgendwas. Ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr wollte ich gar nicht zeigen. Und jetzt viel Spaß beim Inspiriertsein. Tschüss, eure Tanja.